Servus und willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, beim letzten Mal haben wir schon die Mission ausgewählt gehabt. Genau, den Bau haben wir soweit schon mal durchgesprochen. Für mich ist es jetzt eine neue Session, der sich gerade wundert, was ich da jetzt gerade für einen Käse erzähle. Und wir wollten auf jeden Fall dahin laufen. Aber bevor ich dahin laufe, schmeiße ich noch mein restliches Zeug raus. Das muss ich ja nicht alles mit unbedingt mit rumschleppen. So, dann heißt es, du kommst weg. Knochenmesser ist noch soweit in Ordnung. Das will ich testen. Will ich das testen? Ich nehme auf jeden Fall mal noch zwei Dosen mit. Und eigentlich müsste im Lagerfeuer noch Wasser sein. Gut, dann hätte ich gesagt, lasst uns laufen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir heute, wir sind jetzt Tag 3. Und dass wir jetzt langsam mal sicher so weit kommen. Und dass wir in die Nähe vom nächsten Level kommen. Auf jeden Fall 2 oder 3 Quests, wenn nicht schlecht. Ja, ich sollte sogar mal schauen, dass ich da wirklich schneller hinlaufe. Weil ich möchte eigentlich schon versuchen, 3 Quests abzuschließen diesmal. Das wird jetzt auch nicht gebummelt. Sondern es wird Gas gegeben. Jawohl. Naja, wenn alle ihren Müll in den Wald schmeißen. Ich hätte einen Stein beinahe erwischt. Auch nur beinahe. Habe ich sowas nicht auch bei mir zu Hause? Genau dasselbe? Vielleicht bin ich schon wieder zu Hause. Hab's gar nicht mitgekriegt. Hallo Darlene, ist Darlene. Oh. Das schaut doch schön aus, oder? Dann machen wir auch gleich mal ein Foto. Schaut auch gar nicht creepy aus da. Nö, nö. Nö, alles gut. Ich habe gerade ausgeguckt, als würde da jemand rumlatschen. Aber ich sehe gerade, schaut mal. Ist das nicht schön? Ja, wir machen jetzt auf Dealer. Ja, das sind das gute Zeug in der verkaufen. Die Zombie-Bots nehmen das schon ab. Oh, ich habe dir einen Fuß abgeschossen. Cool. Was nicht cool ist, dass ich den nicht treffe. Dann mache ich keine Krabbel, die Zombies. Auf die Dose hauen. Nochmal auf die Dose hauen. Und jetzt ist Feierabend. Dankeschön. So. Dann hätte ich gesagt, wir drücken die Taste E. Und wie man jetzt sieht, ist der Kreis ein bisschen größer. Glaube ich zumindest. Doch, ich glaube, der ist ein Drittel größer oder so. Ein bisschen oben buddeln. Macht zwar so mal als Trick, dass ich eigentlich schaue, dass ich doch ziemlich schnell nach unten gehe. Weil wenn du einfach mal Glück hast, und das ist genau in der Nähe,
dann hast du halt ziemlich schnell dieses Buddeln da weg. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass wir buddeln, weil wir brauchen sowieso Leben. Wir werden dann noch von den Weiß Elefanten brauchen. Wenn wir Stahl haben und so weiter und so fort. Naja. So, können wir jetzt mal als Klang machen. Klang. Das meine ich mit Klang. Na du? Ganz schön lang nichts mehr gegessen, aber hast du Pech gehabt, ich gibt's heute nicht. Kannst du mal anders suchen? Aber mich nicht. Ja, was ich ein bisschen philosophiert habe mal, ist ja auch ein bisschen so im Survival Game, was man jetzt gerade auch macht. Na? Also die Überlegung ist, würde man alleine oder in einer Gruppe eine Zombie-Apokalypse überleben? Die andere Frage ist, will man das? Aber ich sag halt mal so, wenn man überlebt hat, ne? Also alleine sage ich mal einfach nein. Da hat man leider keine Chance, außer man ist wirklich ein Spezialist in ganz gewissen Sachen, Bauingenieur oder so, wo man sagt, okay, ich kenne mich jetzt so weit aus, aber ich sag mal trotzdem, also alleine, nein. Also, da musst du dir ja so viel wissen, also außer du wohnst in der Bücherei und die Bücherei hat, und du hast den Schlüssel dazu und der ist gleich neben einer Essensfabrik und die Zombies sind alle ausgeflogen. Ja, dann hat man vielleicht die Chance. Aber sonst? Alleine? Und vor allem, dann muss man sich halt auch fragen, ne? Macht das Spaß? Will man das? Okay, ich denke mir halt aber auch, es ist teilweise belastend. Wenn man sich dann halt vorstellt, ne, dass man, ja, jetzt hat man Frau, Freundin, whatever dabei. Ja, und auf einmal dann, ja. Sich dann da auch noch Sorgen drumherum machen muss. Weiß ich jetzt nicht, ob das schön wäre. Ich sag mal, in der Gruppe, ja, machbar. Also, vor allem, wenn man die richtigen... Ja, Charaktere ist jetzt eigentlich falsch. Hallo, Schatz. Hallo. Komm mal, Besucher. Ich hab dir mal meine volle gezeigt. Willst du auch sehen? Die falsche Seite gezeigt. Nein. Du warst mir gerade zu nah. Ich hab da so Persönlichkeits, ne? Nein, nein. So, 386 Meter, ab wieder zum Händler. Also ich sag mal so, wenn man halt jetzt handwerklich Begabte hat, wenn man welche Leute hat, die sich zum Beispiel mit, ich sag mal nicht mal mit Landwirtschaft, aber mit... Ja doch, eigentlich ist es Landwirtschaft oder Botanik auskennt. Klar. Aber ich sag halt mal, dass man sich dann wie hier jetzt eine eigene Base baut. Also da muss man schon ganz spezielle Fähigkeiten haben. Weil
mal schnell Backsteine zusammen zu klatschen, dass man sich eine Base baut. Ja, so eine Holzbude eventuell. Also American Style. Aber ich glaube, die würde bei Zombies nicht lange halten. Also auch wenn physikalisches Gesetz und so, ne? Weil, natürlich, wenn Superman Zombie wurde, dann hat du ein Problem, klar. Aber ich sag mal sonst, hm? At least, Wipe, didn't we agree your first job was gonna be free? Damn, this is all I can spare. Nein, ich möchte bitte das Fertigungszeug. Danke. Hast du noch irgendwelche Aufgaben? Oh Gott, jetzt geht's schon langsam los, dass ich schon. I got work to do. Well, don't just stand there. Laufen muss. Thumb up your ass. Go do the goddamn. What are you, a zombie? Decide already. Will ich verkaufen? A sale is a sale. Ja. Even if it is to a scumbag like so, you. So, dann kriegen wir Riffle World. Das benutzen wir gleich mal. Ein Gewehr freigeschaltet Qualität 3. Richtig Home Cooking. Oh, das ist schön. Maisbrot und Goldrutentee. Gegrilltes Fleisch und roter Tee. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt hier auch vernünftige Sachen. Und Big Hitters auf jeden Fall schon mal Qualität 3. So, das heißt jetzt gleich, wir gehen mal verändern. Ich nehme meinen Klammermod raus. Sag abschließen und sag zu dir dann zerlegen. Dann sage ich zu dir fertigen. Und jetzt muss man dann einfach an dem Zombie vorbeischlendern. Total gelassen und gechillt. Ah, ich muss eigentlich, glaube ich, mal das nächste Mal ein bisschen früher schauen, dass mir Missionen starten. Weil, also vielleicht eine Aufgabe, vielleicht wird es noch schaffen. Ja, aber man sieht halt, ne, man muss immer weitere Strecken laufen. So, ich wollte... Was wollte ich denn? Ich wollte noch was trinken, ne? Genau, und dann wollte ich bei dir noch verändern und den Klammermod wieder reinmachen. So, und dann hat jetzt die Keule nämlich auch schon mal einen größeren Wumms. Wie gesagt, wir befinden uns momentan schon in Tag 3. Das heißt... Ah. Noch mal mehr Cannabis. Und nein, ich vertick das nicht. Hey, lebst du noch? Ich habe gerade mit der Keule voll auf dich eingeschlagen. Du spinnst doch. Da bin ich einfach nur drauf getreten. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, nicht. Kann auch nicht mehr. Alter! Hast jetzt lang genug gewartet, danke, dass du Erbarmen hattest von meiner... Da würde ich schon alleine dran scheitern, ich geh morgen an. Ich bin, den kann kein Nickel fangen. Kann ich mal meine Digitalfigur. So. Wir brauchen weitere Eier und Federn. Aber wie gesagt, ne, es ist ja ein Spiel, aber
Ja, man kann ja im Kopf. Mal sowas ein bisschen durchgehen. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr da so denkt? Können wir ja mal dann drüber philosophieren. Ja, schaut mal rein. Cool TVS. Es gibt Nester und mehr Nester. Könnt ihr auch mal Eier bringen? Ja, es gibt wieder ein Auto. Es gibt sogar zwei. Ja, aber ich kenne das halt leider gut genug, dass danach zwei Autos aus Superautos Schrott sind. So. Oh, schaut mal. Aus dem Jeep wurden Kleinwagen. Und der da hinten ist, glaube ich, wirklich einfach nur platt. Ja. So, was habe ich denn alles Schönes bekommen? Ich habe zwar mal Vehicle Adventures bekommen. Fahrrad und Räder freigeschaltet. Ist sehr schön. Das war schon. Ich habe zwar mal Räder bekommen. Okay. Leise laut zu sein oder andersrum? Ist da jemand? Ja. Hallo. Ich habe einen Massagestab dabei für Ihr Gesicht. Wollte ich Ihnen gerne verkaufen. Sind Sie daran interessiert? Nein, das ist mir egal. So, ich habe leere Gläser dabei. Ich wollte das testen. Ich kann das auf jeden Fall durchsuchen. Das geht leider nicht. Okay. Dann kann ich jetzt nächstes Mal auch die Gläser machen. Ich warte nur drauf, dass das jemand rauskommt und sich beschwert, dass ich sie beim... Was man halt auf dem Klo macht. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Noch ein. Jawohl, gibt ein feineres, leckeres Sandwich. Ich geht. So. Ganze montier mal ab. Denen darf man nicht mit einem harten Schlag kommen. Aber das sind Freunde von Schnaps. Und Schnaps ist schön. In der Apokalypse ist Schnaps total toll. Da kann man die ganzen Sorgen auf einen Schlag weg. Okay, man ist ein wenig bedudelig und wacht am nächsten Tag als Zombie auf. Ist doch auch mal was Neues. So, das kann ich auf jeden Fall skippen. Dann gibt es ein neues Rezeptbuch. Will jetzt noch kommen, dass mich gleich jemand im Arsch beißt. Wir dann zurecht, weil ich unvorsichtig bin. Ja, genau das. Da, und dann aufs Dach. Oh. Hallo, Papa.
Spike ist. So. Leg dich hin. Schlaf eine Runde. Alles gut. So, schauen wir mal. Eine Runde in die Nüsse. Und ich bin Level 6. Jawohl. So, dann schauen wir gleich mal, was wir jetzt hier noch alles Schönes bekommen haben. Oh, ein legendäres Buch. Ja, das hat sich mal richtig gelohnt. Was habe ich denn? Mit dir schwafelt keiner. Oh, Tagessorte. Komme! Habe nichts gesagt. Ich möchte auch was bestellen. Ich bin gleich da. Oh, schneller. Hallo. Bleib mal liegen. Ich bin hier der örtliche Knüppelverkäufer. Ich möchte Ihnen meinen Knüppel zeigen. Okay. Hallo. Ja, ich habe leider noch... Aua. Ich habe leider noch die 0815 Variante ohne Piercing. Wir arbeiten aber dahin. Wollen wir haben. Hallo. So, Egon. Entschuldigung, Mo. Weiß eigentlich jemand das? Ist der jetzt oder ist der jetzt nicht dem Charakter von Man in Black nachgezeichnet worden? Weil ich habe immer diese Flash, wenn ich, also D'Onofrio. Jetzt hoffe ich mal, dass die meisten Men in Black gesehen haben. Entschuldigung, Spoiler! Aber er hat einen ganz hübschen Sliver an. $8 ist ihm keine Entschädigung für diese... Hallo? Hey! Also wenn sie schon tot stellst, ne, dann bleib bitte auch tot. Okay. Ja, voll die Gänse hier, ey. Ja, das, der hat gesehen, was ich mit seinem Kumpel gemacht habe. Bist du dumm oder so? Jack, du weißt schon, dass du gerade dich mit einem Zombie unterhältst? Ja, weiß ich. Man kann ja trotzdem mal fragen, ob er dumm ist. Okay. Wir haben 19 Uhr und ich muss in die Richtung, und zwar 500 Meter. Dann hätte ich mal gesagt, dann muss ich mal jetzt die Beine in die Hand nehmen, dass ich es auf jeden Fall schaffe. Braucht zwar keine Buddelquest annehmen. Ich lasse es jetzt auch sein. Außer, nein, ich nehme die, wenn ich jetzt noch eine Quest habe, die so 500 Meter entfernt ist von zu Hause, die werde ich auf jeden Fall annehmen. Weil ich weiß ja nicht, dass ich am nächsten Tag dann 2,4 Kilometer latschen muss. Dann schaffe ich nämlich gerade mal eine Mission. Und ich möchte jetzt eigentlich momentan nicht meine Ressourcen auf dem Fahrrad werfen. Vor allem, wenn ich weiß, dass man dann eventuell eins bekommt. Wobei, man kriegt, glaube ich, auch einen Filter oder sowas. Apropos Filter, da muss ich auch mal gucken. Ob ich da diesen Wassersammler hinmachen kann. Wie gesagt, ich finde es ja auch total toll, das mit den Gläsern und so weiter.
Einzige, was ich nicht toll finde, ist, ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche mit Warsack. Dass man eigentlich Gläser reinstellen müsste und dann die Gläser gefüllt werden. Das würde ich noch cool finden. Weil sonst schenken sie mir eigentlich immer Gläser. Na, was hast du heute gemacht? Ja, also ich habe eine Folie aufgehängt und da ist dann Wasser rangeperlt und war dann im Glas drin. Und wo hast du das Glas her? Ja, das war einfach da. You better buy something. Wipe that smirk off your face. Doing Jawohl. one job doesn't make us pals. Got it? Ich kann jetzt natürlich Glück haben und kann hier in dem Paket mit drei zufälligen Zeitschriften halt nochmal eins haben. Ne? Gültig ist, habe ich definitiv eins. Aber ich muss es probieren. Hast du noch eine Aufgabe, die I got some shit. Well, 546 Meter good oder luck. 47 By Meter looks sehr of it, gut? you're gonna need it. So, dann Daumen drücken, öffnen. So, ich habe Shotgun bekommen. Am Mord bekommen. Vorschlaghemd von der Schlagmann habe ich bekommen. Doch schön. Ja. Hätte es vielleicht dann doch besser ausgesehen, wenn ich Puls genommen hätte. Aber ist egal, einfach alles egal. So, das heißt, wir haben jetzt definitiv zwei Quests abgeschlossen. Ich habe jetzt einen Punkt bekommen. Ich muss momentan zwei Punkte habe ich definitiv noch, die jetzt dann für mich hier reingehen, bis ich bei drei bin. Dann gehe ich nochmal in Stärke, prügel Peter eventuell. Aber es kommt jetzt halt darauf an, wie viel das ich jetzt halt hier noch schaffe. So, und jetzt muss ich erstmal ein bisschen Stein abbauen. Ja, jetzt geht es schon mal wenigstens ein bisschen schneller. Ja, und vor allem, ich hoffe, dass ich dann so viel Stein habe hier, dass ich sagen kann, okay, wir können dann anfangen, ein bisschen noch bei dem Turm nach unten zu gehen. Oder eventuell sogar den Hochgarten schon zu machen. Du bist hungrig. Ja, das ist kein Problem. Ich habe ein bisschen was dabei. So, was habe ich denn dabei? Ein Räuber-Outfit. Das da kann ich später verkaufen. Habe ich denn hier noch dabei? Big Hitters. Oh. Ich glaube, das wird gut. Das wird richtig gut. So, scrappen. Bauen. Das heißt, meine Keule schon mal so weit. Wobei Baseballschläger wäre halt noch cooler, aber ich habe noch keinen Freund. So, okay, ich könnte dann hingehen und versuchen beim Händler über meine Münzen. An Eisen, also an geschmiedetes Eisen ranzukommen, dass ich dann eventuell mir einen Baseballschläger Level 1 bauen könnte. Weil der hat dann doch mehr Wumms. Ich bin der Meinung, dass ein 5er eigentlich schon gut genug ist. So, dann gleich beenden. Und jawohl, ich habe beides drin. Brennender Schaftmod und struktureller Klammermod. Das ist super. So, jetzt kann ich auch meine. Mein Chili noch essen. Meine Dose Nudeln.
So, und das reine Mineralwasser, genau. Das reine Mineralwasser, das hebe ich mir auf jeden Fall für die harte Nacht auf. Dass ich da auch gut gestärkt bin. Wie gesagt, normalerweise dieses Chili, was ich da habe, oder dieser Eintopf. Das muss dasselbe werden. So, dann lasst uns mal dahinter gehen. So, und schauen wir mal von der letzten Session bis zu dieser hier. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sogar 6. So, ich hüpfe jetzt mal hier hoch. Muss ich mitziehen gleich. Jawohl. 1, 2, 3 nach oben. 1, 2. Nach oben. So, und dann ist das so hin. Das so hin. Dann hätte ich gesagt, wir brauchen die Form, dann brauche ich hier diesen Posten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich ihn schnell finde oder nicht. Weil ich kenne mich wieder, ich brauche jetzt wieder Stunden, Tage, Wochen, Monate, bis ich diese Säule da entdecke. Dann ärgere ich mich wieder. Warum kann man das eigentlich? Kann man die eigentlich auch hier als... Ja, kann man. Drake, wär doch mal cool, ne, wenn du das auch magst. Wenn du schon sowas nutzt. So, dann bitte Advanced. Okay. War, glaube ich, gar nicht mal so falsch. Ja, ist ja gut. Schade, dass man die trotzdem nicht mehr aufheben kann. Und so runterplumpsen. So ungefähr noch 3 Sekunden. So, das heißt, wir gehen jetzt noch mal schnell nach oben. Und, ne? Es ist wieder dunkel und es regnet wieder, ne? Und täglich ist das Moment hier. So, dann wird halt die Basis doch noch ein bisschen länger. Aber ich finde es so lustiger und so cooler. So, und dann heißt es jetzt, ne, also das heißt, ich habe jetzt hier eine richtige Verlangsamung reingebaut. Also 1, 2, 3, nochmal. Da hüpfst du einmal. 1, 2, 3, 4, 5.
ich muss nur so aufpassen, dass ich jetzt auch noch den richtigen Block nehme. So, und eigentlich, ja, okay, ich nehme die meisten, nehmen den ganz dünnen. Ja, aber ich... Schauen wir mal einfach, ob das reicht. Nein. Der ist fortgeschritten. Jawohl. 1, 2. Okay, dann wirst du auch bitte noch ihr Favorit. Und jetzt brauche ich bitte aber die Posten. Na, wobei, nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nicht runterfallen. Wenn möglich, bitte nicht runterfallen. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich jetzt... Ne, ich probiere den hier aus. Weil wenn ich falsch liege, kann ich es immer noch unten ändern. Jawohl. So, also das heißt, die kommen jetzt dann daher, dann kommen sie da drauf. Habe ich hier meine Plattform. Das haben wir schon mal einigermaßen soweit richtig gemacht. Gut. Dann hätte ich gesagt, dann jump ich schnell noch nach oben. Dann nehmen wir das hier wieder raus. So, und den Rest nehme ich raus, wenn ich dann die nächsten Pfosten setze, weil da müssen ja noch mehrere hin. So, aber ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die Grundstruktur definitiv jetzt auch wirklich fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist ja gut. Dann macht natürlich hier viel mehr Sinn, das so zu machen. Na gut. Dann hätte ich gesagt, ja, machen wir jetzt definitiv hier einen Cut, weil ich habe schon wieder überzogen. Ich böser Bub. Ja, aber wie gesagt, der Bereich ist jetzt fertig. Muss nur noch mal schnell nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ich habe doch wohl irgendwo noch einen Rechenfehler drin. Aber 9 ist mir zu viel. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist mir zu wenig. Okay, machen wir beim nächsten Mal. Kleinen Track grübelt drüber nach, ob er da Käse gebaut hat oder nicht. Oder wie auch immer. Wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, ab damit in die Kommentare und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.